Heute bei Gitarrenkram Neuheiten von Chapman, von Universal Audio, coole M-Pedale und ganz wichtig Hot Sauce von Orange. Bis gleich. Herzlich willkommen bei Gitarrenkram aktuell im Juni. Ja, Ausgabe Sommer. Es wird Sommer langsam. Ja, genau. Carsten und ich bin der Gons. Genau. Wie gehabt. Wie gehabt. Also, falls ihr uns nicht das erste Mal hört. Genau, das war ja so die Idee dahinter. Wir haben heute eine vollgepackte Folge, denke ich. Gehe ich mal von aus. Und ja, deswegen fangen wir direkt an, oder? Legen wir direkt los. Also, als allererstes will ich es gleich loswerden, bevor ich es vergesse. Weil ich jetzt auch ein bisschen spät dran bin damit, eigentlich muss ich fast schon sagen, wenn ihr das hört. Also wenn ihr es jetzt pünktlich hört zur Veröffentlichung der Sendung jetzt hier, dieses Folge wird ja Pfingstmontag veröffentlicht. Ne? Ja, genau. Schönen Feiertag euch, falls ihr es gerade jetzt heute hört. Genau. Und also wenn ihr es jetzt in dieser quasi Pfingstwoche hört, dann spielt meine Band Drowning Time am Samstag, dem 11.06. in Marburg im Clou. Cool. Ne? Ja. Das habe ich ein bisschen verpennt, hätte ich ja letzten Monat schon mal irgendwie mal ankündigen können, aber das war dann noch irgendwie so weit weg für mich. Das ist mein erster Gig tatsächlich seit Corona dann. Also wir waren ja im März, wirklich kurz vorm Lockdown. Also wir hatten ja diesen einen Auftritt da in Marburg und dann darauf die Woche war ja dann quasi schon Lockdown, ja. Und ja, seitdem ist das jetzt mein erster Auftritt. Ja. Da bin ich mal gespannt. Ihr seid schon fleißig am Üben. Wir machen irgendwann, glaube ich, mal noch eine Podcast-Folge über Gigs und Vorbereitung darauf, aber ist heute nicht das Thema. Genau. Ich wollte es nur mal ankündigen, das heißt hier, der Gons war irgendwo spielen und hat keinem Bescheid gesagt. Ne? Das ist das. Ja. Kommt alle, sagt dem Gons hallo, ich bin nicht da. Ja. Leider. Ja. So, und dann, haben wir gar nicht aufgeschrieben. Wir haben ja wieder Trauerfälle. Stimmt, ja. Und zwar erstmal Alan White ist gestorben von Yes, der Schlagzeuger. Ja, ich bin ja Yes-Fan und der war ja jetzt kein Gründungsmitglied, aber seit Anfang der 70er, ich glaube 72 oder 73, ist er eingestiegen. Ich habe ihn leider nie live gesehen. Irgendwie habe ich es nie geschafft, irgendwie Yes zu sehen. Also wir haben zwar mal Yes gesehen, aber eigentlich war das nicht Yes. Die haben es irgendwie geschafft, für das eine Konzert in Deutschland mal den Namen Yes zu kriegen. Also für mich war das Yes, aber ich bin natürlich jetzt nicht so ein Yes-Fan wie der Gunst. Ja, das waren ja auch drei Yes-Mitglieder, aber ja, ist auch egal. Es gibt so viele von denen. Da hat sich ja immer was geändert. Auf jeden Fall habe ich leider nie live gesehen. Er hat aber auch bei, von Beatles, George Harrison und vor allem bei John Lennon mitgespielt. Ne? Ich glaube, er hat sogar bei Imagine getrommelt. Okay. Ja. Ich könnte mich jetzt gar nicht, es gibt sogar Schlagzeug bei Imagine. Ich kann mich nur ans Klavier erinnern. Ja, also sehr traurig. Es wurde aber kurz vor seinem Tod wurde nochmal die Tour angekündigt. Also die gehen jetzt auch auf Tour. Das würde mich sogar auch fast interessieren, wobei ich jetzt diesen Ersatzsänger, den aktuellen Sänger nicht so mag. Da bin ich doch eher so auf John Andersons Seite. Auf jeden Fall, weil die machen 50 Jahre Close to the Edge. Das ist natürlich ein geiles Album. Ne? Und ich glaube, nach dem Album ist der Alan White auch dort in die Band eingestiegen. Und auf jeden Fall haben sie da schon angekündigt, dass er nicht mitspielen wird, weil er irgendwie krank ist. Ja, und dann ist er dann tatsächlich ein paar Tage später. Gut, so ähnlich war das bei dem Schlagzeug von den Rolling Stones ja auch, Charlie Watts. Ja. Und dann von Depeche Mode. Andy Fletcher. Genau. Ja, genau. Also, das ist jetzt natürlich nicht der Frontmann von Depeche Mode. Jetzt haben sich eigentlich der Dave Gahan und der Martin Gore eigentlich weitgehend aufgeteilt. Aber Andy Fletcher war eigentlich auch schon wichtig, hat auch viele Songs wohl geschrieben. Ich bin mir gar nicht so, ich glaube, so hat er nicht sogar die Band mitgegründet oder so? Der war Gründungsmitglied, ja. Ja, also auf jeden Fall, ich habe jetzt die letzten Jahre nicht viel Depeche Mode gehört, aber ich meine, ich noch ein bisschen mehr wie du, aber in den 80er und 90er Jahren oder Anfang 90er Jahren war das eine Riesenband.
Und da ist man halt auch nicht dran vorbeikommen, auch wenn das jetzt keine Rockband war, aber die haben auch einen sehr eigenen Stil gehabt. Und wir haben uns dann auch entschieden, dass wir demnächst, ist jetzt nicht dieses Mal und auch nicht das nächste Mal, aber demnächst mal einen wieder reingehört über ein Depeche Mode Album machen. Wir haben uns dann auch schon gleich auf eins einigen können. Da standen aber eh nur zwei für uns zur Debatte, von daher. Ja, ja, sehr traurig, auf jeden Fall. Ja, war 60 Jahre alt, also man weiß noch gar nicht genau, was jetzt wirklich los war. Also ich sag mal, es hieß eines natürlichen Todes, aber im 21. Jahrhundert. Aber gut, kann immer irgendwas sein. Ja, natürlich. Gut, noch was aus den 80ern. Ich war auf dem Konzert von A-ha. Ja. Ist jetzt auch nicht eine Band, die primär für Gitarren bekannt ist, wobei die Band klassischerweise sind ja zu dritt, also der Morten Hackett, der singt, und der Paul Wakata Savoy heißt er, der spielt Gitarre, hat auch den ganzen Gig über durchgehend Gitarre gespielt, bis auf bei ein oder zwei Stücken, wo er auch Keyboards gespielt hat. Mhm. Und wie der Keyboarder heißt, habe ich gerade vergessen, vielleicht komme ich nachher noch drauf. Und was mir, die Show war gut, der Sound war okay, die Songauswahl, naja, das war halt die Jubiläumstour zu Hunting High and Low. Sollte ursprünglich vor 2 Jahren stattfinden. Das wäre so ungefähr 40-jähriges Jubiläum gewesen für diese Platte. Meine ich, so grob. Was noch? Wann war das? Nee, 35. Ja. 35-jähriges Jubiläum. Die Platte war irgendwie so 86, 87, meine ich. Und ja, das Album haben sie komplett gespielt. Und ich muss sagen, das hatte wohl schon Gründe, warum es 3 große Hits da drauf gab. Und von dem Rest noch nie jemand was gehört hat. Also ich zumindest nicht. Mhm. Ich hätte mich jetzt schon irgendwie gewissermaßen als A-ha-Fan bezeichnet, aber so tief stecke ich jetzt auch nicht drin und der Rest war, naja. Aber das ist ein gutes Thema eigentlich. Da wollte ich auch mal eine Folge drüber machen, dass man halt von manchen Bands schon irgendwie ein Fan ist, aber halt nur so bestimmte Phasen oder vielleicht auch nur bestimmte Lieder mag oder sowas. Da können wir mal eine Folge drüber machen. Das stimmt. Da hatte ich großen Redebedarf, sag ich mal. Ja, viele, die unseren Podcast regelmäßig hören, wissen wahrscheinlich, welche Band da unter anderem auch vorkommen wird. Da kommt man dann wohl auch nicht dran vorbei. Ja. Also das war okay, aber jetzt so im Nachhinein muss ich sagen, ich habe innerhalb kürzester Zeit 3 Konzerte gesehen, Joe Bonamassa, A-ha und Dream Theater. Und im Nachhinein eigentlich nicht 4? Und Long Distance Calling, nicht zu vergessen. Ich habe übrigens ein Long Distance Calling T-Shirt an heute. Ja, also. Ja, gut, das war so gut, dass ich das gar nicht erwähnen wollte. Ja. Und im Nachhinein muss ich sagen, vielleicht hätte ich mir A-ha klemmen können und vielleicht sogar Dream Theater und hätte dafür eine doppelt so teure Bonamassa-Karte gekauft und hätte richtig weit vorne gesessen. Das wäre vielleicht retrospektiv gesehen schlauer gewesen, aber... Genau, aber da können wir kurz mal sagen, also wir waren dann ja auch endlich mal wieder zusammen auf Konzerten, ja, bei Dream Theater und bei Long Distance Calling, und darüber haben wir auch Konzertberichte gemacht. Wenn ihr nur unseren Podcast hört, könnt ihr da mal reingucken auf unserem YouTube-Channel. Da gibt es auch Videoschnipsel von den Konzerten, die hab ich da reingeschnitten. Müssen wir ja auch mal erwähnen, ne? Ja, kann man mal erwähnen. Also die Konzertsaison hat wieder angefangen. Und wie ihr es jetzt schon rausgehört habt, Spoiler Alert, aber vielleicht gerade deswegen war interessant reinzugucken, Dream Theater hat uns jetzt so mittel gefallen und Long Distance Calling war der Kracher. Ja, muss man neidlos anerkennen. Ja. Also Long Distance Calling, way to go, Jungs. Neues Album am 26. August. 2 Singles sind schon draußen davon. Genau. Gut, mit Konzerten sind wir, glaube ich, erstmal. Ja, wollen wir mal kurz über den Leserbrief reden. Der Skinner hat uns, glaube ich, schon mal einen Leserbrief geschickt. Der hat jetzt zu deinem Board. Genau, das war die letzte Folge, genau, da hat er geschrieben. Zum einen, dass er auch bei Joe Bonamassa mal oder zumindest das Board da irgendwie angucken konnte. Ich nehme an, dass er vielleicht da war. Und dass der ja quasi kaum Pedale benutzt und keinen Boutique-Kram hat, ne? Habe ich das richtig? Ja und nein, das möchte ich gerne direkt kommentieren. Ja. Also die längste Zeit war es so, dass er wirklich nur irgendwie sein Overrated Special, glaube ich, hieß das, so ein Doppelpedal und sein Wawa benutzt hat und sonst eigentlich nichts. Ansonsten nur irgendwelche Lele-Splitter und sowas, um die ganzen Amps zu beschicken. Jetzt bei der aktuellen Tournee habe ich auch mal auf das Board geguckt, da war es wieder ein bisschen größer. Boutique-Effekte schwer zu sagen, aber auf jeden Fall hat er auch Modulationseffekte und so Sachen benutzt. Also da war wieder ein kleines bisschen mehr Effekt. Ich war selbst auch überrascht davon. Gut, du hast jetzt ja gesagt, von dem Album hat er jetzt
nicht so viel auf dem neuen, auf der Tour gespielt. Ja. Aber das war jetzt auch nicht so eine, also ich sag mal, das Album ist ja jetzt kein Blues-Album. Das ist ja mehr so eine, mehr so ein Rock-Album, ne? Mhm. Singer, Songwriter, Rock kann man eher sagen. Oder, Blues-Rock, ne? Da bietet es sich dann vielleicht auch mal an, hier und da mehr Akzente mit dem Sound zu setzen, also so mit Modulation oder sowas. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, hab's nicht mehr so im Kopf. Wie war das auf dem Konzert? Das war jetzt auch nicht so bluesig, oder? Wie es sonst manchmal vielleicht schon gewesen ist. Nee, es war nicht übermäßig bluesig. Ich fand es sogar relativ rockig. Er hat ja auch einen zweiten Gitarristen dabei gehabt. Ja. Also, wir haben ja drüber gesprochen. Wie gesagt, da macht es vielleicht auch Sinn, dass es dann nicht mehr, wenn du die Blues, wenn du mehr so eine Blues-Tour hast oder sowas, dann machst du es halt so back to the roots, ne? Also wirklich hältst es klein und ansonsten machst du mal ein paar Pedale mehr drauf. Genau, also er hat, wo er nur diese wenigen Pedale hat, nicht mal ein Pedalboard dafür gehabt. Ja. Die standen dann einfach so auf der Bühne und jetzt hat er wieder eins gehabt. Und der Skinner hat geschrieben, wir haben ja mein Board, was ich vorhab, da vorgestellt. Ja. Das wäre ihm zu schwer und er wird das nicht schleppen wollen. Ganz ehrlich, ich will das auch nicht schleppen. Ich baue das ja nur für Spaß für mich zu Hause zum Rumspielen, damit ich mal wieder was hab. Im Moment habe ich jetzt bei mir oben zum Rumjam mein Orange Amp, eine 1x12er Box und habe einen Verzerrer davor und habe meinen M5 für als Stimmgerät und Delay. Vielleicht können wir das auch kurz mal sagen, für die, die es da irgendwie nicht mitkriegt haben, obwohl es so leichte Andeutungen gab in dem Video oder in dem Podcast. Wir haben den natürlich schon, ich weiß gar nicht, entweder Ende Dezember oder Anfang Januar aufgenommen. Ne? Ja. Das haben wir gleichzeitig damals mit der Folge über deine Gitarren gemacht. Mhm. Ne? Das war irgendwie entweder am gleichen Tag oder irgendwie eine Woche später oder irgendwie so, weiß nicht mehr genau. Und wo wir, dann hatten wir ja noch den M1, diese Folge, das war ja auch bei dir, das war alles so in dem Zeitraum, das war alles so, ich sag mal, zwischen den Jahren irgendwie so, ne? Ja. Und die Folge haben wir da halt mal so ein bisschen auf Halde gehalten quasi. Die war jetzt also schon älter, aber da ist ja die interessante Frage und ich denke, ich kenne die Antwort, aber halt unsere Zuhörer nicht und Zuschauer. Was hat sich denn in der Zwischenzeit mit dem Board getan? Das ist jetzt fast ein halbes Jahr her. Da hat sich wenig getan. Das habe ich nicht gedacht. Ja, das ist tatsächlich so. Da müssen wir mal eine Bastelsession machen. Ich habe noch die eine oder andere Idee. Stimmt, du hast mich ja gefragt, ob wir zusammen bei mir in der Werkstatt irgendwas basteln wollen. Ja. Ein Brett wolltest du doch bauen und sowas. Genau, ich habe ein Brett. Ich würde es halt gerne zweistöckig machen und dann unten drunter halt diese Looper-Switcher und Netzteile und sowas da einparken. Stimmt, das soll halt auch wirklich nicht transportiert werden. Ja. Also wenn ich irgendwo live spiele, führt eigentlich kein Weg dran vorbei, dass ich mein Helix mitnehme. Ja. Was ja so ein bisschen dazu führt, er hat ja auch geschrieben, dass er jetzt dieses Prophecy 2 mit MIDI-Board benutzt. Das ist ja im Grunde genommen halt das gleiche in Grün wie so ein Helix oder wie genau. Das wäre wie ein Helix-Rack mit Controller. Ja, genau. Zum Beispiel. Also das ist ja eh immer das, was wir sagen. Das ist praktisch und gut, ne? Genau. Ob du da jetzt das Prophecy 2, das halt jetzt schon ein bisschen älter, oder ein Helix hast oder meinetwegen auch ein Camper oder XFX oder Pont sowas. X3, wie sie alle heißen. Genau. Das macht dann schlägt alles in die gleiche Kerbe. Genau. Gut, dann wollen wir mal, sagen wir mal, haben wir hier erstmal gut. Achso, nee, warte mal, da war noch eine Sache, was ihm nicht gefällt. Das ist so eine Sache, die fand ich auch oft schade, dass so Pedale, wenn du normale Pedale heutzutage kaufst, also Effektpedale, dass die kein MIDI haben. Ne? Ich denke mir immer, das ist eine Preisfrage. Ne? Das kostet halt irgendwie Geld und vor allen Dingen ist MIDI dann ja auch wieder digital. Ne? Das musst du ja dann auch wieder, manche sind ja voll analog, manche Pedale. Ne? Ja gut, aber zum Beispiel, es gab von TC Electronic mal ein Overdrive, so ein Doppel-Overdrive. Ja. Das hatte MIDI, das MIDI war aber nur zur Steuerung da. Das Signal lief komplett durch analoge, diskrete Komponenten. Ja, aber damit hast du trotzdem wieder ein zusätzliches Element mit drin. Aber generell ärgert mich das auch immer mal oder immer mehr, auch weil ich keine kaufe, auch wenn ich keine kaufe, so rum. Aber wenn ich es mal machen würde, man hat ja immer so im Hinterkopf, da kommen wir nachher auch nochmal dazu, vielleicht sich mal so ein Board zu bauen. Und dann denke ich auch oft, wenn das direkt MIDI hätte, wäre natürlich auch cool. Ne? Ja, genau. Da kommen wir nachher auch bei Neuheiten dazu. Ja, gibt es nämlich auch neue Pedale, die wieder kein MIDI haben. Ja. Es ist zu Mäusemelken. Okay. Ich meine, je nachdem, es gab mal von G-Lab auch so wirklich Single-Pedale, die MIDI in und out hatten. Ja. Oder halt auch diese Mako-Series, die haben das ja auch. Das ist ja schon praktisch. Und die haben auch diese 5-Pol, also
DIN-Stecker, die richtigen. Ja, oder wenn heutzutage gibt es ja viel mit diesen kleinen... mit den Mini-Klinken. Mit den Mini-Klinken. Das ist ja dann auch vom Platz her noch angenehmer, ja. Und wenn du dann vielleicht noch irgendwas... Also zum Teil wird ja schon an- ausschalten reichen, ja. Aber wenn du dann vielleicht auch noch irgendwas schalten könntest, also verschiedene Sounds irgendwie aufrufen könntest, ne? Und wenn es nur ein paar sind, je nachdem, kommt aufs Pedal halt drauf an, ob das Sinn macht, ne? Aber... Ich fänd das auch gut, wenn alle Pedale zum An- und Ausschalten das hätten. Ist halt die Frage, wenn ja jetzt halt eh schon so ein, wie er jetzt gesagt hat, ja gut, da haben wir jetzt gerade drüber gesprochen, aber er hat ja auch was über Boutique-Pedale geschrieben, ne? Wenn du halt jetzt eh schon ein Strymine-Wing hast und das kostet, keine Ahnung, 300 Euro oder 350 und MIDI würde das Ding dann nochmal um 50 oder 80 Euro teurer machen, ist dann halt die Frage, kaufen das dann mehr Leute oder eher weniger Leute oder, ne? Ja, wobei ich nicht glaube, dass das 50 oder 80 Euro machen würde. Ich sag mal, so ein MIDI-Bausteinchen, das kostet die wahrscheinlich, ich hätte gesagt, das kostet vielleicht 10 Euro oder sowas. Ja gut, aber die Frage ist ja, was die dann halt, was das am Ende dann trotzdem den End-User kostet, ne? Ja klar, die Programmierung, also die Firmware von einem digitalen Gerät ist natürlich dann schon... Wahrscheinlich ja, auch schon, aber selbst wenn du es für 10 einkaufen kannst, ja, dann verkaufst du das Ding halt 20 Euro teurer, ja. Und dann ist halt der Händler dazwischen, der verkauft es dann halt auch wieder dementsprechend teuer und dann kostet es am Ende halt doch 30 oder 50 Euro mehr, das meine ich halt, weißt du. Das kannst du ja dann auch nicht absehen, aber darum geht es jetzt nicht. Machen wir noch ein paar News. Ich kann jetzt gar nichts Genaues zu sagen, ist jetzt nur mal ganz kurz hier so reingeschmissen. Ich habe das irgendwo gelesen und das ist halt noch nicht in trockenen Tüchern oder so. Das war einfach nur mal so ein Hinweis. Pink Floyd verkaufen auch wie viele andere ihre Songrechte. Ich habe das jetzt gerade auch noch mal gesehen hier. Der Timberlake hat das wohl auch gerade gemacht. Ja, genau, ne? Habe ich auch gelesen. Und Pink Floyd haben das irgendwie auch vor. Aber da sucht man jetzt wohl quasi die richtigen Partner und guckt, was man wahrscheinlich bei rausholen kann. Ich denke mal, Pink Floyd könnte die größte Nummer von der ganzen Aktion jetzt gerade so werden. Wobei der Bruce Springsteen hat auch seine auch verkauft. Ja. Das war wahrscheinlich auch nicht ganz günstig. Nö. Das war doch dreistellige Millionenbetrag. Ich glaube, das waren 500 Millionen, ja. Ja. Bruce Springsteen kommt nächstes Jahr auf Tournee. Ja, ich weiß. Ein Kollege von mir hat sich heute Tickets für Düsseldorf gekauft, Innenraum 100 Euro. Ja. Passt dann auch wieder, wo ich eben gesagt habe, wo wir mal eine Podcast-Folge drüber machen wollen. Meine Schwester ist Bruce Springsteen-Fan. Ich habe es am Wochenende gesehen, habe ich auch gesagt, hier, Bruce Springsteen kommt, da gibt es jetzt demnächst Karten. Willst du nicht hin? Und sie so, ach, ich mag nur die alten Sachen und deswegen interessiert sie das jetzt nicht so. Ne? Das ist halt genau das, das sprechen wir dann auch mal drüber. Aber also Pink Floyd können wir jetzt mehr dazu nicht sagen. Ich denke mal, wenn sie es verkauft haben, gibt es da zig News drüber, dann werden wir noch mal drüber reden. Ja, genau. Ne? Über den genauen Betrag wird man wahrscheinlich stillschweigen. Ach, naja, gut. Bei den anderen ist ja auch immer irgendwas genannt worden. Ne? Ja. Na, schauen wir mal. Ja, gutes Geschäftsmodell. Ich meine, weißt du, wenn du in Rente gehst, und kannst dir dann auf einen Schlag noch mal schnell noch die Villa kaufen. Ich weiß halt nicht, ob die wirklich das Geld brauchen, aber wahrscheinlich sagen sie, komm, bevor es irgendwie verfällt, mehr oder weniger. Ja, ja, ich meine... Grad wie alt ist der David Gilmour? Über 70? Ja. Der denkt sich auch so, okay, wenn es gut läuft, habe ich noch 20 Jahre, dann kann ich nochmal richtig auf die Kacke hauen. Ja, aber braucht der da irgendwas? Die haben doch genug Geld. Also das ist, ich glaube, aber ich meine, was würde halt passieren? Ich glaube, das ist einfach momentan, hast du halt die Chance, ja? Die Firmen wollen das irgendwie kaufen als Geldanlage oder irgendwie sowas, ne? Für Streaming und was weiß ich, was du alles machen kannst und geben dir halt so viel Geld, dann nimmst du das halt einfach mit. Ne? Ja, warum nicht? Ja. Würden wir auch so machen. Ja, und du brauchst dich dann um den Scheißer nicht mehr kümmern, was du weißt, was du da noch für Arbeit hast und hast du damit 70 vielleicht auch keinen Bock mehr drauf, dich da immer um irgendwelche geschäftlichen Sachen zu kümmern. Ne? Könnte ich mir vorstellen. Ja. Gut, Chapman Guitars. Nee, eigentlich ist... Ja, aber da sprechen wir gleich noch drüber, Chapman Guitars, aber wir können über Rob Scallon sprechen, der YouTuber. Der hatte ja einen Chapman Signature Modell. Ich dachte, das ist immer falsch, gell? Aber Signature Modell. Und der ist jetzt, hast du gesagt, zu Schecter gewechselt. Genau, der ist zu Schecter gewechselt. Hat dort auch wieder seine 6-, 7- und 8-Seiter-Gitarren. Der war ja, für alle, die es nicht wissen, der erste Endorser von Chapman Guitars, meine ich. Also der erste, der ein Signature Modell hatte. Was eigentlich ganz schick war, weil das ein bisschen anders aussah als die anderen. Hat so einen Strat-Korpus gehabt, eine 3+3-Kopfplatte. Das war ja
so helles, ich weiß nicht, Eche oder sowas, ja. Und dann in der Mitte war so ein roter Streifen. Also es war ein dunkler Block in der Mitte und helle Flügel angereimt. Genau. Und dann aber, was mir echt cooler gefallen hat, war dann die spätere Ausgabe, wo die schwarzen Flügel dran waren. Hm. Dieser cool aus. Genau, die Schächter sind wie die späten Versionen. Genau. Ja, die sind ganz ähnlich. Es wird wahrscheinlich so sein, wie ähnlich wie beim Ola Englund, der dann das Design seiner Gitarren mitgenommen hat. Der war ja eine Zeit lang, gab es ja die Washburn-Solar-Gitarren, hat dann seine eigene Firma Solar daraus gemacht und wahrscheinlich hatte der Rob Skellen auch Urheberrechte an der Form oder also so. Also da gibt es wohl auch ein Video dazu. Wir haben es aber beide noch gar nicht gesehen. Ich gucke mir das vielleicht aber auch nochmal an. Ach so. Was wir noch gar nicht, wo wir noch gar nicht drüber gesprochen haben. Gut, könnten wir jetzt vielleicht beim Equipment zwischendurch mal einfließen lassen. Aber sehe ich das richtig, dass jetzt aus unserer heutigen Sicht am Wochenende die Nemes? Ja. Genau. Also für uns ist am Wochenende die Nem. Das heißt, wenn ihr das hört, war die Nem schon. Und wenn da jetzt ordentlich was passiert, also ordentlich Neuheiten gibt, dann wird wahrscheinlich unsere nächste Folge, also die in 2 Wochen rauskommt, dann einfach die NEM 2022 Folge sein. Ne? Wahrscheinlich. Wenn es da genug zu erzählen gibt, machen wir auf jeden Fall eine eigene Folge drüber. Und ich werde jetzt am Wochenende dann scheinbar hoffentlich viele Videos zu sehen bekommen. Da freue ich mich schon drauf. Das habe ich ja schon mal gesagt, dass ich das immer gern gemacht habe. Ich weiß halt nicht, ob Thoman oder so hinfährt mit dem Videoteam jetzt so. Also ich glaube so. Henning fährt nicht hin. Ich habe gesehen, Mary Spender ist da, aber ich glaube, die ist jetzt für Equipment News oder sowas jetzt nicht so interessant. Aber vielleicht macht Sweetwater irgendwas zeitnah oder sowas. Das wäre was. Ich weiß auch nicht, ob die Europäer so scharf sind, da jetzt hinzufahren. Ich glaube nicht. Also es heißt so ein Drittel der Aussteller von sonst wäre da. Ach so, das ist, also das heißt, es wird wahrscheinlich sehr überschaubar. Und wie ihr nachher in den Equipment News hört, haben viele Hersteller ja jetzt auch schon ein paar Sachen vorher schon rausgebracht. Ich denke, ein paar Sachen werden MX kommt auf jeden Fall. Ja. Da bin ich schon sehr gespannt. Da wird es bestimmt viele Videos geben. Ja, genau. Weil der Thomas Blug ist da ja sehr immer umtriebig und ist immer sehr bereitwillig, allen was dazu zu erzählen. Ja. Ja, und der hat auch schon groß, der ist schon da. Genau, hat schon schwer gepostet bei Facebook. Und dann auch, gibt es vielleicht auch auf der NAMM, ja, von Orange, die haben auch was Neues rausgebracht. Die Supernatural Hot Sauce, also eine scharfe Soße, sagt man auf Deutsch. Ja, keine Ahnung, was das soll. Veggie-friendly, tangy, fruity, hot with a medium to hot level of spice. Ja. Wir haben ja festgestellt, ich bin jetzt nicht so der Scharfesser. Ja. Wir waren ja am Freitag unterwegs und da hast du dann mich gefragt, ob wir, wie hießen die? Also bei Five Guys gibt es die klassischen Pommes und es gibt die Cajun-Style, die sind dann so ein bisschen gewürzt. Genau. Es gibt gewisse Assoziationen zu Los Vojos bei McDonald's, da hat man auch die normalen Pommes in die Tüte geworfen, gewürzt drüber, durchgeschüttelt. So ähnlich war das auch, aber die waren wirklich relativ scharf jetzt. Ja. Ich bin auch nicht so der super Scharfesser, aber anscheinend zumindest ein Ticken schärfer als der sonst. Aber es gibt ja genug Leute, die das gern mögen. Und wenn ihr dann dazugehört, könnt ihr euch jetzt hier bei Orange für $8.19. Warte, konnte man hier nicht noch das Land wählen? Keine Ahnung, wenn ich Togo mache, kommt da was anderes raus. Nee, 8,19 €, so um den Dreh. Könnt ihr euch die Soße bestellen. Ja. Also, und die ist halt orange auch, ne? Die ist orange, das ist das Wichtigste. Wahrscheinlich ist Mango und Zeug drin. Also ich mag so Soße nicht, wenn sie zu fruchtig sind. Das muss ich nicht haben. Ich mag eigentlich, am liebsten mag ich so eine Barbecue-Soße, die so eine leichte Honignote hat. Es gibt diese Honey-Barbecue-Soßen von HP zum Beispiel. Die mag ich eigentlich am allerliebsten. Ich bin auch Barbecue auf jeden Fall. Ja. Aber jetzt nicht unbedingt nicht Honey. Nicht zu rauchig, nicht zu süß. Ja. Gut, das war jetzt mehr so ein kleiner Gag. Ne? Aber, dann kommen wir jetzt mal zu Equipment News. Da haben wir jetzt Chapman Guitars. Die haben schon vor einigen Wochen angeteasert oder in so einem mittelmäßig interessanten Video die ganzen Neuheiten vorgestellt, wobei das meiste eigentlich nur wieder neue Farben sind für. Aber das war doch dieses beknackte Video, wo nur so. Sie haben nur die Bilder mal eingeblendet, die hatten die Gitarren noch gar nicht da. Und die Bilder waren auch nur Computer
computergenerierte Bilder irgendwie. Das waren keine, glaube ich, keine echten Bilder von den Gitarren. Ja, jetzt gibt's die neuen Gitarren. Fangen wir mal an. Es gibt hier die Chapman ML3, das ist Traditional. Genau, die ML3 ist praktisch mit einem Telekorpus. Genau. Das Telependant. Ja, die sieht jetzt, das ist genau die falsche, farblich ist die ein bisschen doof, Moment. Also wenn ihr uns auf Face auf YouTube guckt, dann könnt ihr jetzt mitgucken. Hier nehmen wir die hier lieber, das sieht man ein bisschen besser. Magst du nicht so, ich mag diesen Bücherregal-Look schon ganz gerne. Nee, ich bin da nicht so der Fan von, ja. Also die, was jetzt an denen neu ist, die haben einen P90 in der Halsposition. Ne? Einen normalen Single Coil in der Steckposition. Genau, eine moderne Brücke, also kein Aschenbecherrand und 6 Einzelreiter, wie wir es mögen. Aber ich glaube, das war schon immer so, ne? Ja, also obwohl es traditional ist und hat natürlich einen entspannten Hals-Korpus-Übergang, String-Through-Body, wie man es möchte, hat. Ja. Und das war jetzt. Einen ganz dezenten Belly-Cut sehe ich da gerade auch. Ja, genau. Ja, das war ja immer, dass die da schon ein bisschen moderner waren. Genau, obwohl es die traditional ist, Binding an der Decke. Ja. Ja gut, Tradition, achso, ja genau, das ist... Es gab immer eine Modern und eine Traditional. Ja. Und dann gibt es ja noch diese günstigeren und die teurere Variante. Ne? Das ist die Standard, ist die günstigere Variante. Mhm. Das heißt, die kostet jetzt hier auch 500 Pfund. Wir sind jetzt hier bei Andertons auf der Seite. Und dann gibt es immer noch eine Pro-Version. Und die sind aber dann auch, im Gegensatz, kommen wir gleich noch zu dieser Pro-Version, sind die hier meistens von der Lackierung... Bisschen einfacher, vielleicht ist das auch nur ein Furnier. Nee, die Pros sind auch meistens, wie wir es gerne mögen, wie heißt es denn hier so? Transparent. Matt. Ja, so matt. Hm. Ne? Und die sind immer glänzend, ja. Ja, genau, die sind immer glänzend. Ja, aber schicke Gitarre, haben wir schon gesagt, Reversed Headstock ist aber ja normal bei Chapman, ja. Also das sind die ML3, also Telestyle, dann gibt es auch Telestyle ML3. Genau, das ist aber jetzt eine Pro und das ist eine mit. Genau. Ist auch wieder eine Traditional, aber die hat jetzt statt dem Single Coil am Steg zwar auch ein Single Coil, aber als P90. Ja, genau. Hat also zwei, P90 ist ja auch ein Einspuler. Ja, hat zwei P90s, hat auch nicht mehr diese. Also ich glaube, das sieht man das hier nicht. Das ist, oder täusche ich mich? Nee, da täusche ich mich. Ich dachte, die wäre gewölbt sogar, die Gitarre. Also, die Decke, meine ich jetzt, ne? Ich glaube, die Decke ist gewölbt. Aber das sieht hier nicht so aus. Nee, stimmt. Nur so. Mach mal das Bild hier unten. Das kommt nicht. Doch. Nee, die ist, glaube ich. Ja. Doch, die ist gewölbt. Ein bisschen. Ja. Sieht schon gewölbt, ja. Ja, genau. Also sagen wir mal, die hat eine leichte Wölbung. Genau, hat einen leichten Bellycut und die kommt in so Sparkle-Orange, Sparkle-Türkis und. Also in so Sparkle-Farben. Ich finde das total pornös. Also. Ja. Ich wäre da schon dabei. Wobei ich die erste, die mochte ich auch, die kam ja vor ein paar Jahren raus. Was war die von der Farbe her? Die habe ich doch mal angespielt bei Thomann. Weiß aber nicht mehr. Die hat mir auch sehr gut gefallen. Jetzt vom Aussehen her, wie ich es in der Hand hatte, ging es so. Muss ich sagen, war ich jetzt nicht so, dass sie mich angesprungen hat. Ne? Wir haben gar nicht erzählt. Wollen wir das kurz noch dazwischen werfen? Wir waren ja auch im Music Store in Köln. Und haben mal ein paar, wir haben jetzt keine Gitarren angespielt richtig, aber mal in der Hand gehabt und sowas. Vielleicht kommt auch noch mal irgendwann ein kleines Roadtrip-Video, dann sieht man uns da auch dann. Da muss ich gerade so dran denken, weil das war halt wieder so die Sterling-Gitarren in die Hand genommen und gleich schon wieder wohlgefühlt und hin und her. Ja. Oder, das war ja auch interessant, wir hatten ja letztes Mal über die neuen Yamaha, wie heißen die? Revstar gesprochen. Nette Gitarren, aber haben uns jetzt so, ich sag mal, in der Hand gehabt, nicht so überzeugt. Das ist jetzt Geschmackssache, ne? Das soll jetzt nicht heißen, dass das eine schlechte Gitarre ist, aber das war jetzt so nichts Besonderes, war jetzt okay, ne? Ja. Zum Beispiel, war ganz witzig, ja. Vielleicht kommt da nochmal das Video und dann könnt ihr da, dann sagen wir euch auch mal Bescheid. Könnt ihr auch reingucken. Ja, das ist also hier die ML3 Pro Traditional Semi Holo Electric. Achso, haben wir das gesagt, dass die Semi Holo ist? Also mit Loch, ja, in Orange. Du hast gesagt schon, was für Farben, aber ich glaube, eine hat Orange. Also da ist hier so ein Schwarz. Atlantic Blue, die ist ganz dunkelblau. Blue, dunkelblau und so grün. Aventurine Green Sparkle. Genau. Ja. Gut, das war das. Dann gibt es die ML3 und ML1 Modern. Ich gehe mal hier auf die ML3, die ist irgendwie hübscher. Mit, also ist auch wieder Tele, aber die ML1 ist so Stratform,
Ne? Mhm. Genau, die M3 ist die Tele. Modern ist dann die Version mit Humbuckern, zwei Humbucker. Genau. Und die coole Hipshot Bridge. Ja. Oder Hipshot Style Bridge. Ja. War übrigens bei der anderen Pro mit den P90ern auch drauf. Ja, genau. Und achso, und die hatte auch, haben wir das gesagt, die hatte Locking Tuner. Ja. Ja. Und das hat die hier, weiß ich nicht, müssen wir gleich mal gucken, aber die hat halt diese Burl-Decke, ne? Ja, Rainstorm Blue. Ja. Sieht echt nach krassem Wurzelholz aus, aber in so einem Türkis. Grün zu blau, Sunburst für die, die es nur akustisch hier bekommen. Ja, genau. Die hat bestimmt Locking Tuner. Ich bin mir da nicht so sicher bei. Ach, das ist ja. Können Sie nicht hochfahren? Oh, noch hier. Sieht man nicht, gell? Könnte sein. Aber guck mal am Text. Ich bin mir auch nicht sicher, ob die Standards Locking Tuner haben. Body, Neck, Hardware. Nee, keine Locking. Das sind keine Locking, ne? Die gibt es nur bei den Pros. Wie gesagt, zwei Humbucker, Belly Cut auch drin. Dieser, also der Übergang halt zum Body ist auch immer gut bei den. Also und hat nicht nur einen Belly Cut, sondern hat auch eine Unterarmauflage, ist auch abgesenkt. Genau. Und die gibt es halt, wie gesagt, als, ich sag mal, Tele und als Thread. Ne? ML1 und ML3 kostet hier 649 Pfund. Also das ist ja jetzt hier, wir sind jetzt hier auf der englischen. Änderten Zeit, kann man da eigentlich das Geld umändern hier? Die kann sagen, ich komme aus Europa und dann zeigt er das in Euro an. Naja, aber ich sag mal, kannst du wahrscheinlich so. Kannst du fast 1:1 rechnen? Nee, du musst mehr. Also in Euro sind das bestimmt, schätze ich mal, zwischen 50, aber eher 100 Euro mehr oder sowas. Das ist leider. Na gut. Die Zeiten sind vorbei, das ist schon lange vorbei. Genau. Also ML1 ist die Strat und ML3 ist die Tele. Was fehlt dazwischen? Die ML2 und die ML2 ist jetzt, und die gab es eine Zeit lang, glaube ich, gar nicht. Das ist jetzt auch ein neues Design. Die ist jetzt neu designt. Und zwar, das ist eine Les Paul-Form. Ne? Genau, sie ist irgendwie schlanker, sagen wir Single Cut. Single Cut, genau. Aber modern. Modern, also wie bei den ESPs, so ein bisschen diese ESP-Eclipse. Genau, hat also drei Potis auch, ich nehme an zwei Volume, ein Ton, hat diesen wie bei PRS, wie nennt man das denn unten, der Cutaway ist so auch nochmal so. Nochmal so abgebevelt, sag ich mal. Ja, irgendwie so, ja. Die ist dünner wie jetzt eine normale Les Paul, hat glaube ich auch einen Bellycut hinten. Wo sieht man das? Hier vielleicht? Ja, sogar einen sehr deutlichen Bellycut. Genau, und die hat einen eingeleibten Hals und auch einen richtig flutschigen Übergang. Ja. So wie unter anderem ich das sehr gerne mag. Ist aber auch ein dreiteiliger Hals. Ne? Das ist fünf. Oder fünf. Und hat Locking Tuner und eine neue. Achso, nee, was ich sagen wollte, diese. Wie sagt man. Wie vermittle ich das euch jetzt mal? Der Body ist. Der geht nach oben so ein bisschen spitz zu. Das heißt. Zwischen dem oberen Teil, also wenn du sie jetzt hochkant seht, ja, zwischen dem oberen Teil, also da wo der wo der Pickup-Schalter der ist, und der und dem unteren Teil, das ist also wo der Cutaway ist, ist die schmaler wie unten am Ende der Gitarre. Genau, aber das ist bei einer Les Paul ja immer so. Das ist tatsächlich, ja. Das ist schon so, aber die ist insgesamt irgendwie ein bisschen, bisschen schlanker nach oben hin. Ja, das fällt auf. Und die Kopfplatte ist auch neu. Ja. Und die sind, finde ich, auch richtig schick. Also genau, aber weißt du, wie die aussieht? Wie denn? Kannst du dich an die 3+3 Line 6 Kopfplatten erinnern? Ja. Ich finde, die sahen fast ganz genauso aus. Also mir kam sie auch nicht unbekannt vor. Aber sieht schick aus, wenn ich da jetzt zum Beispiel mal Epiphone nehme. Ja, wobei die neuen Epiphone sehen schon ein bisschen besser aus, aber das ist okay, das ist ein relativ zeitloses Ding. Ja. Man hätte vielleicht noch die Mechaniken so reinbringen können, dass die Seiten ganz gerade zukamen. Ja, haben auch Locking-Mechaniken. Ich weiß gar nicht, was haben. Also das ist ja jetzt auch so eine Pro, ne? Die kosten auch knapp über 1000 Pfund. Was die für Pickups, haben die nicht auch spezielle Pickups? Ach so. Und die hat eine lange Mensur, wie das Strat. Ja, genau, das ist auch ungewöhnlich. Also für mich wäre das schon, ich müsste es halt mal anspielen, aber für eine Les Paul, ich bin ja nicht der riesen Les Paul-Fan, aber. Nach Twitz 43 mm, das ist schon eher meine Baustelle als deine. Ja, gut, eine Millimeter kriegen wir vielleicht noch hin. Seymour Duncan Pegasus Humbucker, ja. Und Sentinent am Hals. Sind zwei verschiedene. Ach so, tatsächlich, ja. Stimmt. Ja. Habe ich gar nicht gesehen. Full Push zum Splitten. Ja. Vollsplit. Genau, gibt's auch.
Also das ist... Die ist schick, ja. Die ist schick. Also ich habe schon zum Carsten im Vorgespräch kurz gesagt, wenn die jetzt... Achso, die hat hier so eine Regel-Ahorn-Furnierdecke. Ne? Mhm. Ich hätte die auch gern, wenn ich die in Orange gebe, einfach mit Orangen... Deckend lackiert, ja. Und die ist ja natürlich auch so matt, ne? So eher matt. Das ist jetzt nicht glänzend lackiert. Das ist schon schick. Aber ich bräuchte jetzt nicht zwingend die Riegel-Ahorndecke, aber sieht gut aus. Sieht gut aus. Was mich interessieren würde, das war damals, ist oftmals das Problem, dass so Gitarren dann relativ schwer sind. Also die Harley Bentons zum Beispiel waren uns alle zu schwer, die wir bei Thomas mal in der Hand hatten. Ja, ja. Da weiß nicht, wie es jetzt mit den neuen, ob das immer noch so ist. Und ich weiß auch nicht, wie es bei den. Bei den Pro, die werden wahrscheinlich ein bisschen leichter sein und die Standard wahrscheinlich schwerer. Kommt halt vielleicht auch teilweise aufs Holz drauf an. Das heißt, wenn du vielleicht 5 verschiedene hast, dass die halt auch alle unterschiedlich wiegen. Da kann dann halt eine schwere dabei sein und dann kann aber auch eine leichte dabei sein, die irgendwie, muss man im Zweifel halt zurückschicken und neu bestellen oder sowas. Ne? Ja, vielleicht. Manchmal kann man, also ich glaube, bei Thomas kann man vielleicht auch sagen, okay, hol dort mal 3 vom Lager und gib mir die leichteste. Zumindest wenn du in den Laden gehst. Ich glaube, also, wenn du online bestellst. Also es wäre halt eh cool. Das gibt's doch bei Sweetwater, oder? Dass die dann teilweise, habt ihr das nicht schon mal auch nachgeguckt oder hier schon mal erwähnt, dass die dann auch die Nummer und irgendwie, ich glaube sogar das Gewicht haben die dabei stehen. Mhm. Ne? Und das wäre halt echt nicht schlecht, dass du wirklich dir die Gitarre aussuchen kannst, was weiß ich, die haben jetzt noch 10 Stück auf Lager, ne? Und dass du wirklich die 10 einzelnen vielleicht sogar vom Foto her aussuchen kannst, ja, und dann sagen kannst, oh, die wiegt das, die wiegt das, die wiegt das. Ich nehme halt die leichteste, weil ich hoffe, dass das mein Ding ist. Oder die zweitleichteste ist nur 3 Gramm mehr, das ist jetzt auch nicht so wild, aber die schwerste wiegt halt irgendwie 500 Gramm mehr und das will ich dann nicht. Ja, also mein Kumpel Jonas hat sich ja damals eine Les Paul bei Thomann bestellt, ja. Eine teure. Und der hat auch vorab dann, die hatten, glaube ich, 2 oder 3 Stück Fotos davon gekriegt und konnte sich dann eine aussuchen. Ja. Dann ging es halt mehr um die Maserung der Decke. Ja, ja. Ja, ich sag mal, das ist dann halt auch nochmal bei teuren Gitarren halt eher, bei, ich sag mal, hier sind wir jetzt bei knapp über 1000 Pfund, da ist das dann halt auch schon wieder schwierig. Kannst dann halt nicht irgendwie, was weiß ich, wie viel Squire-Gitarren die oder sowas da haben. Gut, ne? Aber ich meine, die sind jetzt natürlich hier mit einer Single-Cut-Gitarre. Im modernen Style müssen die sich natürlich da in der Preisklasse schon messen mit den ESP, auf jeden Fall mit den EC1000. Hm. Und ich weiß nicht, ob sie dagegen anstinken können, weil die sind schon echt gut, die ESP auch. Ja, also gut, oder das muss Limited auch. Bei ESP. Ja. Und wenn es ein bisschen drüber geht, kommt ja schon die ESP E2-Serie. Ja. Ja. Ja, aber ist schick. Also ich würde so im Laden gerne mal in die Hand nehmen. Ja. Vielleicht fahren wir ja mal wieder zu Thomann und dann gibt es die dann vielleicht dann auch schon und dann können wir die mal antesten. Ja. Gut, das war Chapman Guitars. Dann gibt es von The Dario neue Saiten. XSE heißen die. Die haben so eine weiße Verpackung. Die sind, wie heißt das Coating auf Deutsch? Beschichtet. Beschichtet, genau. Ja. Schlagen genau in die gleiche Kerbe. Also The Dario haben auch ummantelte Saiten gemacht. Auch da gibt es verschiedene Generationen. Die Generation davor hieß XT. Ich halte es mal hier in die Kamera. Als wir im Music Store waren, hat der Gonzi welche davon gekauft. Du auch. Ich auch. Und es ist wohl so, dass die jetzt, die XS gab es für Akustikgitarre schon vorher. Und jetzt neu ist, dass es die auch für elektrische Gitarren gibt. Die haben jetzt dann den Kern von den NYXL. Ich lese jetzt gerade ab, was auf der Thomann-Webseite steht. Und haben aber die Ummantlung wie die entsprechenden Akustikgitarren. Die freundliche Verkäuferin im Music Store sagte aber, ja, die sind im Prinzip wie die ganz neue Generation von den Elixier. Also diese, das heißt ganz neu wie die letzte, die sind jetzt auch schon ein paar Jahre. Genau, also OptiWeb, PolyWeb, OptiWeb. Ja. Ja, genau. Und die uns beiden nicht so gut gefallen, weil die wieder sehr wie eine herkömmliche Gitarrenseite sind. Und wenn man sich irgendwie an dieses typische Elixier-Gefühl gewöhnt hat und mag das, dann hat man echt auf das andere gar nicht mehr so große Lust. Ja. Und genau. Deswegen haben wir jetzt dann doch von den Dadarius zum Ausprobieren mal die mittlere Generation genommen. Ich habe mir noch ein paar ummantelte Honeyball gekauft, meine ich, oder? Ja. Ja. Habe ich noch gar nicht ausprobiert. Ja. Ja. Ich werde die, also die Akustik wollte ich eh schon die ganze Zeit drauf machen. Ich habe Akustik und elektrisch. Das werde ich jetzt demnächst auch mal machen. Vielleicht können wir das auch bei der nächsten Folge nochmal ein paar Erfahrungswerte erzählen. Wobei,
ich ja so überzeugt bin von meinen Nano-Web-Elixier-Seiten, dass und ich zum Beispiel diese Coated von Ernie Ball auch schon mal ausprobiert habe. Und die waren dann halt nach ein paar Tagen, haben die sich auch wieder stumpf angefühlt, fand ich. Und das ist für mich halt gerade das Geile an den Nano-Web. In Verbindung dann noch nach ein paar Monaten, muss man tatsächlich sagen, mit den Fast Thread, ja, fühlt es sich fast wieder wie neu an. Also das ist, wenn man das regelmäßig drauf macht, das finde ich schon ziemlich geil. Also, ja, also ich mache keins bei mir drauf. Ja. Ich habe ja auf meiner Schulkin immer jetzt seit Jahren schon die Nano-Web drauf. Ja. Aber wie oft wechselst du die? Also man sieht ja beim Spielen, also ich habe ja einen relativ harten Anschlag und spiele relativ harte spitze Black drin. Ich sehe dann, die Ummantelung wird dann irgendwann wird so ein bisschen pelzig. Hm. Also optisch nicht Schimmel. Und dann wechsle ich die, wenn ich das Gefühl habe, okay, jetzt... Ja, aber was ist das denn für ein Zeitraum ungefähr? Ein Jahr, ja, anderthalb Jahre. Das wollte ich nämlich sagen. Ja. Also ich sag mal, also kürzer wie ein Jahr habe ich meine Seiten nämlich auch nicht drauf. Das muss halt irgendeine andere Seite erstmal annähernd schaffen. Genau, und vor allem, wenn man sie nicht spielt, hat man das Gefühl, die altert auch in der Zeit überhaupt genau, nicht. Genau, du hast die hier hängen, nimmst du die Gitarre und die fühlt sich halt irgendwie neu irgendwie, ne? Ja. Also die Seiten. Das ist schon Das ist schon geil. Cool. Übrigens, Elixier ist nicht verwandt und verschwägert mit uns und bezahlt uns auch nichts dafür. Wir sind Überzeugungstäter. Also, uns bezahlt keiner was, leider. Niemand, ja. Also ich würde gerne ein bisschen Geld annehmen. Also ich sag mal so, wenn Elixier jetzt uns ein Endorsement anbieten, würde ich die Seiten noch öfters wechseln. Gut, wo wir jetzt keine Seiten für... Das war ein guter Spruch. Vom Blackstar gibt es neue Amps, die St. James Serie, also gibt es ein Amp, eine Box und ein Combo. Die haben hier so ein, wie sieht das denn aus? So ein helles... Wie bei Morgan Amps. So ein helles, ist das ein Tolex oder wie heißt das? Ist bestimmt ein Tolex. Hier, hellbraunes Tolex. Hellbraunes Tolex, na gut, genau. Das schmeichelt dem Ganzen etwas. Also es ist sehr, sehr gemustert. Ja. Das ist jetzt 50 Watt Röhrenamp. Ne? Vollröhre, zwei Kanäle. Ja, also Vollröhre, wenn ich da lese, zweimal ECC 83, zweimal EL34, ist schon klar, das ist jetzt nicht tutti komplett die Vollröhre, da müssen schon noch Halbleiter irgendwie im Spiel sein. Ja. Aber Röhrenendstufe, Röhrenvorstufe auf jeden Fall. Genau. Also der Witz an der ganzen Sache ist quasi eher die Rückseite, also 6,7 Kilo, weiß ich gar nicht, wie ist das? Also ist ja jetzt relativ klein, ist jetzt schon ein bisschen größer als so ein... Ja, aber für ein 50 Watt Amp 6,7 Kilo gar nichts. Ja, also ja. Und der Witz ist eigentlich, muss man jetzt ehrlich mal sagen, auf der Rückseite, ich glaube, der ist auch vom Sound her so ein bisschen eher traditionell. Also Blackstar war ja immer so, das sind ja, glaube ich, auch ehemalige Mitarbeiter. Marshall-Mitarbeiter. Ja, und es war immer so ein bisschen Marshall und ein bisschen moderner eigentlich. Hm. Und das ist jetzt eher so ein... Genau, wie groß ist denn das Ding? Fahr mal runter, die Maße stehen da bestimmt. Guck mal, der ist nur 40 breit. Das ist wirklich geschmeidig so. Ja. Schick. Ja. Also der Witz ist halt die Rückseite quasi und das ist halt mehr oder weniger so ein bisschen ähnlich wie jetzt so ein D20 oder sowas von Reff. Ne? Ja. Also das heißt, ihr könnt da auch, ihr könnt den stumm schalten, ihr könnt den quasi ohne Box auch betreiben irgendwie. Ne? Das kann man einstellen. Ihr habt da, wie sagt man denn dazu? Ich weiß gar nicht, hat der... Also es hat einen USB-Anschluss und man kann dort, glaube ich, also da steht hier USB-Audio. Also man kann es als Audio-Interface benutzen. Ich nehme mal nicht an, dass man noch IRs einspielen kann darüber. Aber du hast, ja, da bin ich jetzt mir gerade nicht so sicher, ob da IRs drin sind. Caprig DSP, also gut. Man hat an der Vorderseite einen Schalter, wo man zwischen drei verschiedenen Caps auswählen kann. Auf der Rückseite. Ne? Ja, auf der Rückseite. Aber du kannst zum Beispiel einen Kopfhörer dann dementsprechend auch anschließen, ne? Also das ist halt wirklich so ein moderner Amp, den du halt auch quasi daheim für Silent Recording zum Beispiel nutzen kannst. Mhm. Oder du kannst das Signal direkt zum FOH schicken per XLR, hat einen XLR-Ausgang und machst dann mit der Box vielleicht nur die Bühne ein bisschen lauter. Genau, hat einen Effektloop, hat einen Footswitch. Ja. Was kann man mit dem Footswitch schalten? Schalten wir auch mal auf die Vorderseite. Ist das ein Kanal? Nee, zwei Kanal und ein Boost hat er noch. Okay, das heißt, das ist wahrscheinlich ein 2-Button-Footswitch dran und dann kann man die Kanäle umschalten.
Ich muss sagen, ich habe ein Video dazu gesehen, es ist jetzt schon ein bisschen länger her. Ich habe, glaube ich, schon das ein oder andere vergessen mittlerweile. Ja. Also ist natürlich aufwendig gemacht. Also man erkennt das daran, dass der keine Ecken hat, zum Beispiel. Ja. Keine Schutzecken. Und wenn man keine Schutzecken hat, muss man das Toldex auch viel gründlicher verkleben und viel schöner. Ja. Ist auch nicht günstig. Ist auch nicht ganz billig, aber ist halt auch in der Preisklasse wie dieser D20 zum Beispiel. Genau, oder der G20. Nee, ist zwar ein bisschen teuer, der G20. Ja. Mit 1149 Euro. Hat aber auch 50 Watt. Die 20, ja. G20 haben natürlich nur 20 Watt. Ja. Wobei 20 Watt eigentlich auch dicke reichen. Also dann gibt es hier halt hier diesen 2x12, diese 2x12 Box, die auch, wie sagt man dazu, hochkant gestellt wird. Ne? Vertikal. Ach, vertikal, das hat sie gesagt. Ich habe Titan irgendwas verstanden. Da, ja, gut. Habe ich die Ohren nicht gewaschen. Und es gibt es auch als Combo. Ja, und gibt es in dem Braun und gibt es aber auch in Schwarz anscheinend. Okay, warte, Moment, habe ich das? Ah ja, tatsächlich. Ah, nee, guck mal. Der Schwarz ist ein 6L6. Ach, der hat andere. Und die anderen sind EL34, also es sind auch die großen Röhren. Ja. Sag mal, EL34 ist mehr die britische Variante und 6L6 ist mehr die amerikanische. Ich weiß nicht, ob der dann auch... Wahrscheinlich ist der jetzt dann nicht mehr Richtung Fender gevoiced, schätze ich mal. Das wird dasselbe in grün sein, nehme ich mal an. Auf jeden Fall. Also für ein Combo 12,8 Kilo, 50 Watt Röhre, da fragt man sich schon, okay, was haben die denn für Ausgangstransformatoren? Also beim Arsch kriegst du kaum ein Top-Teil mit 50 Watt, was so viel wiegt, und da hast du noch keinen Speaker drin. Ja. Also der Combo kostet dann 12,49 und hat eine 1x12er Boxen, oder? Wo steht's denn? Da oben, ja. Celestion C4. Gut, vielleicht ist das irgendein Neodym-Lautsprecher oder sowas, der ein bisschen leichter ist. Mit Sicherheit. Also sonst. Ja, wobei, wenn das Top-Teil 6 Kilo wiegt, dann kommt es eigentlich auch schon wieder fast hin. Gut, also wir wissen es nicht genau. Ja. Für die Kohle, ich wäre wahrscheinlich eher bei dem Ref. Aber vielleicht ist das der heiße Scheiß. Also es gibt schon ein paar Videos dazu. Ja, genau. Blackstar hat halt jetzt nicht so den super-duper Ruf. Also wer den Kanal vom Fluff kennt bei YouTube, der lässt in der Regel kein gutes Haar an denen. Aber vielleicht ändert sich das mit denen. Also es soll wohl endlich mal was Gescheites sein. Das ist eine Fliege auf dem Amp. Aber nur auf dem linken Monitor. Gut, dann gibt es von Two Notes, wo wir bei Ref waren, da ist ja dieses Two Notes. Ist das Torpedo eingebaut? Ja. Genau. Und von Two Notes gibt es jetzt ein neues Preamp-Pedal. Genau, was nicht in Torpedo eingebaut hat. Ja, jetzt hast du ja gleich schon hier. Ich habe die Kasse direkt aus dem Sack gelassen. Genau. Also das heißt Rewalt Guitar Preamp. Genau, gibt es auch als Bass-Preamp übrigens. Ja, genau. Ist ein Dreikanaler. Also wahrscheinlich Clean Crunch Lead irgendwie so, würde ich jetzt mal schätzen. Genau, wobei der Clean-Kanal nach Fender modelliert ist, der Crunch nach Marshall und der Lead nach Mesa Boogie, denke ich mal. Also es sind schon... Ich glaube sogar gelesen zu haben... Inspiriert von führenden Gitarrenverstärkermarken. Okay. Ich glaube eher Richtung SLO 100. Aber... Auch gut. Ja. Das gibt sich dann am Ende nicht ganz so viel, wenn das dann jetzt eh so nachgebaut ist, glaube ich. Ja, hat, also interessant finde ich ja hier auch, dass der vorne so Schalter hat irgendwie. Wo ist denn die Vorderseite? Hier. Ja, genau, also praktisch an der Stirnseite, wenn man von vorne drauf guckt. Ja. Gut. Also du kannst vorne Kopfhörer anschließen, Aux-In, also irgendwie. Dass du es zum Üben auch benutzen kannst? Gibt ja keinen. Von Apple hat jetzt den Pod eingestellt. Heißt der Pod? iPod. Ja. iPod, genau so rum. Ja. Den ja eingestellt. Ja. Also den. Kannst dein Handy. Wenn du noch einen hast, kannst du das anschließen. Genau, wenn du ein Handy hast, was einen Klinkenausgang hat oder irgendeinen Ausgang. Gibt's auch nicht mehr so. Gibt's auch nicht mehr so. Ja. Die Cap-SIM kannst du ausschalten, da kommen gleich, glaube ich, nochmal dazu. Hurra. Und eine Vier-Kabel-Methode. Achso, du kannst das als. Du kannst das in dein Amp quasi einschleifen, ne? Als zusätzlichen Preamp, 3-Channel-Preamp, genau. Ja. Das ist, was du vorne schalten kannst, dann sind halt drei Schalter, dass du halt die verschiedenen Kanäle aufrufen kannst. Genau, aber nicht nur das. Wenn du schon auf einem Kanal bist und drückst nochmal drauf, aktivierst du den Boost für diesen Kanal. Ah, cool, das wusste ich nicht. Also Press Activate Channel. Woher weißt du? Es gibt doch keine Videos zu dem, ne? Nee, aber es steht drauf. Press Activate Press Active Channel to Toggle Boost. Gut, der war gut. Ja, wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. Ich habe mir das schon vorher angeguckt, wie das aussieht. Ja. Und ich finde, das sieht ganz schick aus. Okay, American Clean British Crunch, da ist schon
ist schon alles klar. Modern Lied, gut, das kann alles Mögliche bedeuten. Ja. Aber ja, ich sag mal, das wäre so ansonsten das, was ich auch brauchen würde. Ja, und ich war schon kurz davor zu sagen, oh, das wäre jetzt was Geiles, was ich vorhin schon so angedeutet habe. Ne? Baust du dir ein Bordchen, nimmst du das, hast du deine drei Grundsounds cool, machst du vielleicht nochmal ein, zwei Verzehrer mit dabei und komme am Ende noch dazu. Es gibt ja noch was anderes mit Effekten, ne? Könntest du dir dabei bauen irgendwie. Und dann lese ich das, was du ja eben schon verraten hast, dass das Ding nicht keine IRs hat, ne? Genau, es hat eine analoge Imp-Simulation drin. Ja. Aber man kann auf der Vorderseite ja die Imp-Simulation ausschalten und das finde ich total super. Ja, gut, und dann kannst du halt jetzt wieder die Geräte von Two Notes dahinter schalten. Aber ich meine, gut, ich sag mal, mit dem IR-Loader, also wenn der schon drin wäre, wäre 400 natürlich auch eine Kampfansage. Das wäre ja geschenkt, ja. Ja. Aber so ist es dann schon wieder, ja so, gut, das ist jetzt nichts Besonderes. Und da muss man halt mal gucken, wie das Zeug überhaupt klingt, ja, was der kann und sowas, ne, ob das jetzt wirklich so interessant ist dann im Endeffekt. Genau. Und dann hat er, doch MIDI hat er auch. Genau, der hat MIDI-Ein- und Ausgang, der ja hat einen Balanced-Ausgang, der hat ja 12-Volt-Anschluss, das heißt, das ist auch Pedalboard-freundlich. Ich weiß halt nicht, ob ich jetzt hier einen Balanced-Output brauche, wenn er halt dieses IR nicht drin hat. Der Balanced-Out ist ja, hat ja ein analoges Caps-Modeling ja schon drin. Das ist der ja gleiche Ansatz, den Thomas Pluck mit dem M1 ja auch hatte. Ja. Sagt, er hat direkt, wenn du keinen diese Blue Box anschließt, ja, hat dann schon auch eine Emulation. Das Beste, was man halt so analog ja machen konnte. Aber das, also das brauche ich nicht, das will ich nicht. Gell? Das hätte ich mir dann auch sparen können, irgendwie so. Genau, aber ja, ich finde es schon mal gut, dass du es ausschalten kannst und kannst dann, wenn du sagst, ja, okay, ja, mir reicht das, dann ist gut. Ja, und wenn ja du sagst, nö, ich will lieber ja mein anderes Ding dran haben, dann kannst du das die auch anschalten. Die hatten ja früher schon mal diese Pedale Le Clean, Le Crunch und Le Lead. Lead. Vielleicht sind das auch die gleichen in ein Pedal gepresst, ne, irgendwie. Ich denke, mit Lessons Learned das Beste daraus, aber wie. Ja. Also es ist ja gerade total in. Es gibt ja jetzt diese es gibt von Houston Kettner diesen Amp-Man, ja, heißt er so, den auch mit den vier Tasten, ja, der aber schon auch cool ist. Wir hatten die doch alle auch schon mal hier, diesen ACS oder so? Ja, diesen. Es gibt von Boss hatten wir einen, wir haben also quasi jedes. Genau, von Strymon, ja, diese Dinger gibt es alle, ja, ja. Ja, die halt so genau, Pre-Amps. Aber hier hast du halt direkt wirklich drei dedizierte ja Kanäle, die ja du abrufen kannst. Das finde ich schon ja eigentlich nicht schlecht. Und das ist auch ja relativ handlich. Wie groß ja ist das? Das ist keine 20 Zentimeter breit. Ja. Wahrscheinlich gerade noch breit genug. Wo sind denn die Fußbuttons angeordnet? Zeig nochmal von oben, bitte. Okay, also sieht aus, als wären sie weit genug auseinander, dass man ja auch mit großen Füßen die. Und hat eine, Röhre drin. Eine Röhre drin. 12 AX7. Ja. Ja, integrierter OD-Bus, also den. Die liefert Wärme, ja. Also wenn es mal zu kalt ist, jetzt gerade bei den Energiekosten vielleicht auch nicht verkehrt. Ja, aber bis auch. Also auch nicht zu nah rangehen. Ja, also das war das. Ja, oder haben wir hier noch was? Nö. Nee. Ich denke, wir können zu den anderen neuen Produkten, genau, die genau das gleiche kosten. Ja, und dann haben wir halt von Universal Audio gibt es jetzt drei neue Pedale. Die haben uns ja letztes Jahr schon mit drei Effekten quasi beschenkt, ne? Auch, glaube ich, für 3,99. Und jetzt gibt es Amp-Simulationen. Einmal den Ruby 63, das ist ein AC30. Mhm. Es gibt den Woodroof 55, das ist, glaube ich, ein Tweed. Ja, genau. Ne? Und dann den Dream 65, das ist ein, wie heißt der? Deluxe Reverb. Deluxe Reverb, genau. Da gehen wir jetzt nochmal rein. Genau, also ihr merkt schon, das sind eher Amps, die maximal crunchig sind, eher ja clean hauptsächlich. Genau, also das ist jetzt auch hier so wirklich, da ist nur, drei Amps sind da drin, mehr oder weniger. Ne? Teilweise halt wirklich nur so kleine Variationen. Also der Gedanke von bei Thomas, hast du das Thomas-Video dazu gesehen? Da war der Tore, weißt du, der früher bei TC. Ja, doch, das habe ich gesehen. Ja, und Pedal Jesus. Genau, der hat die ja, glaube ich, auch mit entworfen oder so. Und der dann halt auch gesagt, was wir halt wollten, war, quasi das Original einfach nur so gut wie möglich zu simulieren in jeder Form. Und das heißt, du hast hier jetzt auch diese
es sind ja keine IRs, aber sowas ähnliches wie in der Oxbox von Universal Audio drin, mhm. aber auch nur 6 Boxen. Ja, eigentlich nur 3, aber wenn du es registrierst, kriegst du noch 3. Genau, und das sind aber auch welche, die halt, die du im Original auch benutzen genau, würdest. Genau, der Thora hat auch gesagt, das sind auch welche, die Sinn machen. Er sagt, du wirst jetzt keinen Deluxe Reverb haben und dann eine 4x12er XXL Engelbox da dran anschließen. Mhm. Das sind halt die, die es gab im Original schon oder wie man es halt gemoddet hat oder so damals, ne? zu diversen Zeiten. Was gemoddet hat oder was generell noch sinnvoll ist. Ja. Und den Ansatz finde ich auch nicht schlecht. Ja. Und die sind aber halt von den Anschlüssen her, die sind ja schon gewissermaßen programmierbar. Du kannst Presets abrufen und die haben kein MIDI. Ja. Und dafür muss ich sagen, für 400 Euro, das ist eigentlich kacke. Ja. Wollen wir erstmal, bevor wir zum Resümee kommen, nochmal kurz erklären, was die so haben. Also da sind 6 Drehregler drauf, ja, also POTIs, Volume, Reverb in dem Fall. Bei den anderen ist es unter Umständen. Also ich glaube, das ist der Einzige, der Reverb hat. Die anderen haben nur so einen Raum, einen Raum quasi. Genau, bei Stryme war das ja auch so, da hast du dann irgendwie so ein Ambience-irgendwas-Ding. Ja, das genau, der Deluxe-Reverb hat ja auch wirklich einen Reverb gehabt. Genau, genau. Dann Output ist halt einfach, ich glaube, da haben sie auch gesagt, das ist, das hat jetzt nichts, also... Es hat nichts von dem Amp zu tun, sondern es geht nur darum, wie laut ist das Pedal, genau, weil der Amp hat keinen Master-Volume gehabt, glaube ich. Genau, genau. Bass, Treble und dann hast du hier den Boost, kannst du da noch einstellen und dann kannst du, genau. Dann hast du drei Taster noch. Ne? Dann bei dem einen kannst du halt die Box einstellen. Mhm. Hatten wir ja schon drüber gesprochen. Dann gibt es hier, wo du speichern kannst, so eine Taste und wo du den. Genau, du kannst, wenn du nach oben gehst, auf Alternativbelegung der Knöpfe, dann hast du nämlich noch Intensity und Speed. Das heißt also, du hast den Tremolo-Kanal von dem Deluxe Reverb auch quasi. Genau. Und dann hast du nämlich hier diesen Modulation oder hast du hier diesen rechten Schalter. Da kannst du halt die 3 Amp. Verschiedenen Amp-Modelle quasi auswählen. Das wäre hier, ich weiß gar nicht, wie das war bei dem Dream. Das kann unter Umständen sein, dass da irgendwie. Ist der Dream nicht der auch 4 Eingangs? Nee, das war der andere. Nicht das gehabt, war der, aber es gab natürlich den Deluxe Reverb als Blackface und auch als Silverface und ich weiß nicht, ob es da nachgeht. Ja. Also du hast hier diesen D-Tex, das weiß ich nicht mehr, was konnte denn dieser D-Tex? Da hatten sie auch drüber geredet. Also auf jeden Fall kannst du da verschiedene Sounds, unter Umständen auch mit einem leichten Boost oder sowas, Und dann kannst du dir das halt aussuchen, was dir da am besten gefällt. Und du kannst die Sounds speichern per Bluetooth zum Beispiel auf dein Handy. Mhm. Und du kannst, später soll, glaube ich, auch noch irgendwie einen Anschluss, ich glaube, das hat auch USB, also USB. Ja, genau, USB-C sogar. Ja, kannst du, glaube ich, auch, das gibt es, glaube ich, noch nicht, aber kannst dann auch am PC bedienen irgendwie oder am Mac. Gut, vielleicht kommt man ja mal irgendwann dahin, dass man sagt, okay, man hat vielleicht so ein MIDI-to-USB-Thema, wo man vielleicht dann über diese USB-Buchse vielleicht so Geräte dann doch auch vielleicht mal steuern kann. Da fällt mir jetzt gerade ein, du hast, die sind auch Stereo, ne? Du kannst Stereo eingehen und auch Stereo raus. Und der Witz an der Sache ist, du hast, der simuliert dann 2 Amps, ja? Weil die haben schon einen relativ starken Prozessor da drin. Mhm. Und das ist jetzt nicht einfach nur, dass das Signal gedoppelt ist, sondern das sind 2 Amps. Und du kannst ja über das Bluetooth, hast du ja schon irgendwelche Presets vorgegeben, also die du reinladen kannst. Und auch von bekannten Musikern oder sowas welche. Und teilweise, was du selbst nicht programmieren kannst, aber was du halt runterladen kannst, sind das irgendwie Sounds, wo dann wirklich auch die Amps leicht unterschiedlich klingen. Ne? Okay, da kriegst du natürlich ein richtiges Brett raus wahrscheinlich. Ja, aber du kannst das leider nicht selbst, glaube ich, irgendwie einstellen. Genau. Was cool ist, Stereo rein, Stereo raus, weil das hat ja, die Idee von dem Pedal ist ja nicht, dass das am Ende der Kette einfach das Pedal ist und dann war es das. Es hat nämlich auch keinen Effektweg, sondern du wirst das wahrscheinlich an die Stelle machen, wo du es halt im Signalfluss haben willst. Das heißt, du wirst vielleicht schon Stereo-Modulation davor haben und die willst du natürlich nicht loswerden. Gehst dann Stereo da rein und machst hinten vielleicht noch Stereo-Delay und so. Und du kannst dann über das Bluetooth auch die Tastenbelegung ändern. Also du hast hier einmal an, aus oder halt Preset. Und achso, genau, das ist. Du kannst halt einmal dein Preset, was du gespeichert hast, kannst du dadurch aufrufen oder halt so, wie es gerade eingestellt ist. Ne? Mhm.
da die zwei Möglichkeiten hast. Du kannst aber auch andere Sachen da irgendwie einstellen. Du kannst, glaube ich, auch den Effekt an- und ausschalten oder irgendwie sowas. Oder den Boost, das macht auch mehr Sinn. Ja. Weil wenn du so ein, wenn das deinen Amp-Sound macht auf dem Pedalboard, warum solltest du das jemals ausschalten wollen? Genau, genau. Und das kannst du halt über Bluetooth dann einstellen, über die App. Ja, uns hat natürlich kein XLR-Ausgang, aber wir hatten auch schon drüber gesprochen. Gut, dann musst du dir halt zwei DI-Boxen besorgen. Oder eine, wenn du es wirklich Stereo benutzt. Ich meine, das machen ja auch die wenigsten, die da Stereo benutzt. Aber besorgst du dir eine DI-Box und dann hast du auch einen XLR-Ausgang. Die Frage ist halt, ob das, ob man das nicht auch schön zu Hause benutzt einfach und dann hast du es auf dem Tisch stehen oder sowas und gehst dann halt direkt ins Interface oder so, dann brauchst du auch keine DI-Box, da kannst du ganz normal mit dem Blinkenkabel gehen. Ne? Das würde mich jetzt bei Universal Audio auch nicht wundern, wenn das die Oxbox zum Beispiel, das ist auch eher ein Gerät für zu Hause. Das ist jetzt nicht zwingend, das ist gar nicht mal so sehr ein Live-Gerät. Ja, hast du mir für Studio nicht gedacht. Ja, kann man viele tolle Sachen mitmachen. Ja, also wenn du jetzt, also ich habe jetzt auch nicht mehr alles im Kopf, wenn du jetzt zum Beispiel. Man kann die Speaker-Simulation übrigens auch nicht ausschalten. Doch, kann man. Kann man ganz ausschalten? Die kannst du ja auch ganz ausschalten. Das ist der quasi die siebte Funktion. Der kann aus und der hat irgendwie rot. Ach ja, ja, grün und dann, also der. Und dann gibt es also wie gesagt, der Ruby 63, das ist der Vox, der hat dann auch drei Amps, also das ist der normale AC30, dann der Top. Der Top Boost und dann, glaube ich, der Vibrato-Kanal. Ja, irgendwie. Und das kannst du dann auch wieder, also hier gibt es so einen Room-Knopf für irgendwie eine Art von Ambience und Intensity und Speed, ist wahrscheinlich dann wieder fürs Tremolo. Ja, genau. Der hat auch hier einen Cut. Der hat den typischen Cut-Regler. Der Cut-Regler vom Vox ist praktisch ein umgedrehter Tonregler. Also je mehr Cut du reindrehst, desto mehr drehst du den Ton eigentlich raus. Ja. Also die Höhen. Ja. Ja, genau. Und dann gibt es noch den Tweet und der hat, glaube ich, kein Alternative. Der hat keine Alternative-Funktion. Da haben die sechs Regler nur sechs. Genau. Ne, da hast du Volume. Micro-Volume oder was ist das? Mic-Volume? Ja, der hat, glaube ich, diese. Da hast du theoretisch diese vier Kanäle, wo du die auch miteinander verbinden kannst oder sowas. Mhm. Ne? Und Output, Room. Ja, guckt der dann zum Beispiel nur Room, der hat keinen Hall. Ton und auch wieder der Boost. Genau, der Vox hat ja auch nur Room, hat auch keinen Hall. Genau. Ja, sieht schick aus. Ja. 400 Steine. Okay, das ist jetzt nicht wenig. Also ich meine, wie gesagt, sieht schick aus und Universal Audio war noch nie günstig. Und also, da können wir euch jetzt nichts zu sagen und ich muss zugeben, ich bin jetzt auch nicht gewohnt, einen normalen Röhrenamp zu spielen und ich glaube, ich bin auch nicht auf dem Level, dass mich das jetzt stört, dass das anders sich anfühlt in meinem Helix als vielleicht mit dem richtigen Röhrenamp. Aber was alle sagen, das Ding fühlt sich halt wirklich an wie ein richtiger Amp. Und das soll wohl auch das Besondere sein, was du wohl normalerweise mit einem, Modeler nicht hinkriegt. Ja, also wäre schon spannend. Ja. Klar, das ist jetzt ein einkanaliger Amp. Wir erinnern uns das Einkanal-Amp-Dilemma. Ich habe schon gesagt, das wäre eigentlich für dich das perfekte Ding, eins von den drei, ne, was dir da am ehesten zusagt. Aber ich glaube, du bist nicht so ganz. Ja, ich weiß nicht. Nee, ich will's ja, also ich will ja mein Pedal eigentlich so haben, das Pedal in einen Amp und das soll ja, weil ich es nur zu Hause benutze, eigentlich dann auch laut sein. Also du willst schon auch einen richtigen Amp dann haben, okay. Ja. Ich finde es auch nicht ganz schlecht, aber ich. Ich habe ja nur noch eine Band da machen wir Metal, da passt keiner von denen rein. Das ist halt auch mein Problem. Also selbst wenn ich hier sowas nur für zu Hause bauen würde, für mich so zum Spaß, da wäre jetzt das Revolt in dem Sinn interessanter, dass ich halt drei Grundsounds habe und ich hätte schon gern mindestens mal so einen modernen High-Gain-Sound irgendwie, dass ich den und Clean und so einen Crunch-Sound dazwischen könnte ich mir noch irgendwie mit Pedalen bauen oder so. Ja. Ne? Und aber schick finde ich das schon und ich denke, das sind gute Sachen. Ja, da kann man sich das mal sparen für 400 Euro und da macht man bestimmt keinen Fehler mit. Ja, also von den Universal Audio, das Modulations- oder das Delay-Pedal wäre für mich viel interessanter, aber das hat ja kein MIDI und dann hast du auch nur so wenig Möglichkeiten. Ja. Ja, das soll auch, wenn du es halt nur den einen Sound haben willst, dann ist es wieder interessant oder so. Oder du hast es halt auch wieder hier zu Hause auf dem Tisch stehen
und kannst dann irgendwelche Presets abrufen per Bluetooth oder so. Ja, gut, aber dann kann ich auch die Helix Native benutzen im Computer, ja, wenn ich da eh sitze. Ja, aber gut, Effekte und Medien abrufen ist gleichzeitig eine tolle Überleitung zu den letzten Gear News. Genau. Von TC Electronic gab es ja schon länger das Plethora X5 mit 5 Knöpfchen, mit 5 Effektblöcken. Gleichzeitig, ja. Gleichzeitig, wo man praktisch verschiedene Pedalboards machen konnte, allerdings nur mit den ganzen Pedalen, die diese Toneprint-Funktion haben von TC. Ja. Also alle digitalen Pedale. Und das Ganze, das war schon ein ganz schöner Trümmer, aber auch 450, 500 Euro sowas. Ich hab doch, das war doch gerade der B-Stock, war doch auf 444, also kostet das, glaube ich, mindestens 500 oder so. Warte mal, sehen wir das hier noch? Ja. 479. Ach doch, ja, okay. Ja. Na gut. Aber was halt viele gesagt haben, es ist halt ganz schön groß und du brauchst eigentlich jetzt nicht auf einen Schlag immer so viele Sachen. Also man kann ja das Pedalboard pro Song dann umschalten. Ich brauche dann jetzt nicht 3 verschiedene Modulationen und Delay und Hall unbedingt. Und dadurch, dass das ja eine volle MIDI-Implementierung hat, also das hat ja wirklich DIN rein und raus. Ja. Ja, wir haben es noch gar nicht genannt. Also das heißt jetzt, es gibt jetzt das Plethora X3. Genau. Das hat jetzt nur 3 Schalter, ist vor allem kleiner, ne? Kannst du besser auf dein Board bringen. Also dadurch, das ist ja, ich glaube, 4-Kabel-Methode, kann das nicht, hat halt Input und Output in Stereo auch wieder. Man muss das halt mehr oder weniger dahinter machen. Ne? Das sind halt Modulations. Je nachdem, wo du es benutzen willst, ja. Wenn du sagst, ich will nur die coolen Modulationen benutzen. Ja, gut, klar. Dann kannst du es klar. Zum Beispiel davor klemmen. Ja, ja. Aber du hast halt hier diese typischen Effekte. Ach, guck mal, hier haben sie es auch alle drin. Phaser, Vibe. Den genau, Looper ist drin. Ne? Dann Hall of Fame, Flashback ist. Also Hall of Fame ist Hall, Flashback ist Delay. Octava. Pitch-Shifter, Chorus, Kompressor. Das ist halt ein Kompressor, willst du eigentlich lieber davor haben. Ne? Ich meine, du kannst den auch dahinter machen. Genau, du kannst ihn hinterhängen zum Glätten. Wahrscheinlich kannst du ihn aber auch halt nehmen, um dir quasi einen Solo-Boost daraus zu bauen. Ja. Doubler, Flanger, Tremolo, Harmony, Noise Gate. Was auch cool ist. Ja. Und Vibrato. Ja, aber das sind wir jetzt schon wieder am Punkt. Muss ich jetzt, also ich finde das ja auch geil und auch, dass das kleiner ist und sowas, aber ja, dann willst du vielleicht grundsätzlich irgendwie, brauchst du für deinen Song gerade irgendwie ein Delay und ein Reverb oder sowas, ja, und willst vielleicht noch irgendeinen coolen, keine Ahnung, Phaser oder ein Vibe oder sowas machen, aber Noise Gate kannst du auch immer gut gebrauchen, ja, und ein Kompressor eventuell auch, also ich sag mal, mit 3 ist gut, aber als Helix-User bist du da ja auch schon sehr verwöhnt. Ne? Aber, wie gesagt, ja, aber dadurch, dass es MIDI hat und du hast vielleicht ein Looper-Switcher-System oder sowas, also in mein Setup würde es super reinpassen. Ja, das ist ja, das war ja der Witz von dem X5 und ich glaube, das kann das X3 auch. Du kannst damit ja dann auch, du kannst es ja auch als Switcher benutzen. Also MIDI, nee. MIDI-Through kannst du den Ausgang nicht programmieren. Achso, oder konnte das nur das X5? Ich meine, aber das. Nee, ich bin mir nicht sicher. Also, was das X5 auf jeden Fall konnte, das hatte einen Effektweg drin und du konntest den Effektweg als einen Block irgendwo da drin positionieren. Ja. Nee, in und through. Okay. Also, eigentlich heißt das nur, dass das, was reingeht, einfach. Ich meine, das mal irgendwo mitgekriegt haben, aber gut, das bin ich auch nicht so, weiß ich ehrlich gesagt nicht wirklich. Und das hat das jetzt natürlich nicht mehr. Ja. Und es hat auch hier diese Mesh-Funktion, ne, dass du jetzt zum Beispiel, wie erklärt man das jetzt mal, dass du eine zweite Funktion auf der Taste hast und das mit der Stärke deines Drucks quasi steuern kannst. Ne? Genau, also man hat wie so eine Expression auf diesem Fußschalter. Also ich stelle mir das nicht so besonders. Hast du das schon mal? Können das deine schon hier? Nee, die Kleinen eh nicht. Nee, okay. Weil die neueren Kleinen haben das vielleicht auch. Also ich würde es auch nicht brauchen, aber ich glaube, für so, wenn du so einen Rotary-Speaker hast, dann trittst du drauf und der wird dann schneller. Ja, da. Das ist vielleicht schon ganz cool. Also das sind halt so ein paar Spielereien. Ne? Ja. Und aber ganz ehrlich, ich sag mal, den Knopf zu bedienen, die richtigen Druck drauf zu machen, so dass du da was bestimmt, also deinen bestimmten Sound irgendwie kriegst. Ich denke mal, das ist wahrscheinlich für die meisten interessant, da halt nochmal drauf stehen zu bleiben und dann gibt es halt voll Power irgendwie. Ja, ne? Also sonst wird es schon schwierig zu bedienen sein. Genau, hat keinen Expression-Pedal-Eingang,
Aber wahrscheinlich kann man, wenn man ein entsprechendes Expression MIDI-Pedal hat, das darüber vielleicht auch von außen steuern. Ja. Also 349 Euro. Ja. Ich sag mal jetzt, das ist schon okay für das, was es kann, weil wenn du überlegst, eins von den großen Pedalen kostet ungefähr 100 Euro von TC. Ja. Ich habe von den großen, glaube ich, nur. Ich habe den Corona Chorus, den großen. Also ich würde jetzt mal sagen, von der Größe her ist es ja auch eher wie drei Pedale. Meinst du wie drei, aber nicht oder? Wie drei große, also eher wie drei kleine und vielleicht ein viertes oder dreieinhalb kleine oder sowas. Ne? Wie groß ist es denn? Steht da nicht. Schade. Also würde ich jetzt mal so schätzen, dass das... Ja. Schwer zu sagen. Also ich finde es ganz cool. Ich sag mal, für 300 Euro wird das wahrscheinlich weggehen wie warme Semmeln. Ja, aber 349 ist wahrscheinlich auch noch okay. Und du hast halt hier auch diesen geilen... diesen geiles Display, ne? Farbige Display, wo du dann halt auch umschaltest, wenn du jetzt auf einen Effekt irgendwie bearbeiten willst, dann hast du wirklich auch die komplette Breite für den einen Effekt, ne, von dem Display. Und ja, was halt super cool wäre, was es aber nicht hat, es gibt doch auch eine Speaker-Simulation von TC Electronic. Ja. Die ist nicht da drin. Naja. Wenn die jetzt noch da drin wäre, das ist ja auch so mit IR-Loader, ja. Das wäre noch so das Tüpfelchen auf dem I, ist aber auf dem im X5 auch nicht drin. Aber wer weiß, vielleicht implementieren sie es später. Man kann ja Firmware-Updates also, einspielen. Da hat sich ja, glaube ich, auch bei dem X5 haben die nachträglich noch einiges Interessantes gebracht. Ne? Ja, genau. Es waren nicht von Anfang an alle Effekte drin. Ja. Und dann haben sie nachgeliefert. Gut. Fertig. Gut, genug Equipment-News. Ja, genau. Dann machen wir jetzt noch schnell wieder reingehört. Wir haben, ich weiß nicht mehr, was für eine Band das war, wir haben irgendwie ein Reaction-Video gemacht und dann fing die an zu singen, die gute Frau. Das war diese Band aus der Schweiz. Ja, weißt du, die da auf diesem Werksgelände da irgendwie so, ich weiß auch nicht mehr, wie die Band hieß. Und dann denken sie so, ach, das klingt ja wie The Gathering. So, und wir haben vor vielen, vielen Jahren, Anfang des Jahrtausends oder Ende letzten Jahrtausends, ein The Gathering-Album hoch und runter gehört. Ja. Und jetzt erklärst du mir erstmal, du hast es damals angeschleppt, wie du da überhaupt drauf gekommen bist. Also es geht, oder sagen wir es erstmal so, es geht um The Gathering von 1997, das Album heißt Nighttime Burns. Ne? Ja, ich kam da drauf, weil es gab, früher zu der Zeit habe ich noch Printmedien, also aus Papier, Zeitschriften gelesen. Ja, klar. Und bei der Rockhard gab es dann eigentlich jeden Monat immer eine CD dazu. Ja. Und auf den CDs waren dann immer von aktuellen Neuheiten immer dann einzelne Songs drauf. Manchmal kam es vor, dann war der eine Song total cool. Man hat sich das Album gekauft und hat gemerkt, okay, das war auch der einzige Song, der cool war auf dem Album. Zum Beispiel bin ich so auch auf Devin Townsend gekommen. Da war auf dem einen Sampler war Live drauf von Devin Townsend. Großartiger Song. Und da war auf diesem Sampler war dann drauf, ich meine, es wäre Rockhard gewesen, war dann Kevin's Telescope drauf. Dieses Kevin's Telescope, ja, ich meine. Ja, genau. Der siebte Track von dem Album und fand ich total super. Richtig mega und hab mir dann irgendwann mal dann die Platte auch gekauft. War ein dicker Sticker drauf, auch Rockhard Platte des Monats und sowas. Okay. Hat super Rezensionen gekriegt. Ja. Genau, und du hast mir das dann damals gebrannt und deswegen kannte ich das dann auch. Und du hast ja sogar dann noch mehr CDs gekauft. Ne? Da kam noch so eine Hand von Measure a Planet. Genau, das habe ich danach gekauft und die hat mir überhaupt gar nicht zugesagt. Und ich fand jetzt damals, haben wir gesagt, wir haben die hoch und runter gehört, die Nighttime Burns fand ich ziemlich cool. Hm. Ja, das hat mir richtig gut gefallen. Das war natürlich zu einer Zeit, da haben wir auch so den Progressive Rock so entdeckt. Ne? Wir haben Dream Theater relativ frisch gehört und dann Arena kam dann so langsam dazu, ne? Und und da haben wir jetzt, aber ich habe es wirklich seit, ich will jetzt sagen 20 Jahren, aber 15 Jahren bestimmt nicht mehr gehört, aber vielleicht sogar 20 Jahren. Ich weiß auch nicht, hast du die gekauft, wie die ganz neu war? 97? Ja, ziemlich, ja. Ja, okay. Dann habe ich sie ja wahrscheinlich seit 20 Jahren nicht mehr gehört. Ja. Wir haben jetzt nochmal reingehört. Das war jetzt irgendwie so das Witzige. Und dann habe ich so zum Carsten gesagt, wir haben dann schon mal so kurz drüber gesprochen. Ich so, aber der Gesang geht einem dann schon so mit, oder geht mir so mittlerweile ein bisschen auf den Keks. Und du hast dann gesagt, genau das Gleiche gesagt. Ne? Genau. Und also die Anneke van Giersbergen, die da singt, ist, ich glaube, die Band gibt es auch nicht mehr. Die ist jetzt auf Solofaden unterwegs. Also sie ist auf jeden Fall ausgestiegen. Ja. Genau, die macht jetzt ihr eigenes Ding. Ja. Also spielt wohl auch noch Stücke davon, aber
begleitet sich selbst auf dem Klavier oder auf der Gitarre. Ist wohl sehr musikalisch. Ich finde sie auch sympathisch. Ja. Aber sie hat eine sehr spezielle Stimme. Und vielleicht kennt ihr von Within Temptation, gibt es ein Acoustic Night at the Opera House oder sowas, haben die so eine Unplugged-Platte gemacht. Und ja. Da gibt es ein Duett von Somewhere, wo sie dann mit der Sharon Den Adel im Duett singt. Das ist genial. Da kriege ich immer Gänsehaut, wenn ich das höre. Das ist genial. Und die Platte, ja, die ist halt sehr, sehr atmosphärisch, sag ich mal, von den Sounds. Und damals fand ich das extrem chillig. Also es ist komplett, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen, und die passen dann auch irgendwie gar nicht so richtig, ist es eigentlich im Halftime. Ja. Mhm. Ich glaube, ein Lied, das ging noch ein bisschen mehr ab, und bei einem Lied kam da mal zwischendurch, haben sie dann, sind sie aus dem Halftime raus und denkst du dir, das hättest du jetzt auch sparen können, das macht das Lied eher schlechter. Ja. Mhm. Hier steht jetzt im Wikipedia steht jetzt Gothic Metal. Und also das Besondere ist an der Anecke von Giersbergen, ich weiß nicht, ob das so die generell ihr Ding ist oder ob das jetzt nur auf dem Album oder nur bei The Gathering so war. Mhm. Sie packt halt ziemlich wenig Text in die Musik, also in die Länge des Stücks rein und zieht dann die Wörter teilweise ewig lang, ja. Und wie gesagt, damals hat mich das jetzt nicht so gestört, aber jetzt wirklich, da hörst du das dritte Lied und dann geht dir das irgendwie so ein bisschen auf den Keks. Also, das ist vielleicht für alle andere Leute toll. Wie gesagt, ich fand es damals auch toll. Mittlerweile bin ich ja so ein bisschen rausgewachsen scheinbar. Ja, ich anscheinend auch. Also ich finde es durchweg relativ langweilig inzwischen, muss ich sagen. Ich habe jetzt auch festgestellt, ich habe eine USB, eine SD-Karte im Auto, wo Musik drauf ist. Und da habe ich einen Folder gefunden, Nighttime Birds. Dachte ich, könnte ich ja auch mal wieder durchhören. Na, festgestellt, okay, da sind nur noch zwei Songs drin, nämlich Kevins Telescope und Nighttime Birds. Ja. Das wäre vielleicht auch so die das wären so die Anspieltipps, genau. Das Nighttime Birds auf jeden Fall. Also was bei Nighttime Birds großartig ist, da hat sie halt mehrere Gesangsspuren eingesungen und da ist der Satzgesang, sticht wirklich raus, ist wirklich großartig mit den Harmonien. Ja. Das ist bei den anderen Stücken fällt es nicht so sehr auf. Ja, also da war ich jetzt tatsächlich, also ich will sie nicht schlecht reden eigentlich, nur wie gesagt, jemand anders, das ist eigentlich ein gutes Album und jemand anders gefällt es vielleicht, aber wir sind da irgendwie scheinbar raus, so ein bisschen rausgewachsen. Genau, ne? Also nicht alles, was bei Wieder reingehört ist, ist auch finden wir jetzt auch immer noch gut. Aber das ist ja auch die Idee der Rubrik ein bisschen. Ja, die Musik fand ich jetzt schon okay, also mir ging tatsächlich der Gesang ein bisschen auf den Keks und dann, gut, dann irgendwann, da sind 9 Stücke drauf. Insgesamt geht das Album 48 Minuten. Und ich sag mal, so ab dem 5., 6. Stück, da willst du dann schon ein bisschen viel. Dann freust du dich dann nochmal auf Nighttime Birds. Kevins Telescope habe ich jetzt tatsächlich gar nicht so im Ohr. Können wir vielleicht gleich nochmal reinhören, ob das jetzt, auch so runter, eins ob meiner. Steht, was für Auszeichnungen die gekriegt haben dafür? Favorites gehört? Nee. Okay. Und wie gesagt, das How to Measure a Planet, das war das darauf folgende Album, das hat auch, das ist ein Doppelalbum. Da bin ich nie mit warm geworden, muss ich sagen. Ja. Also das ist wirklich von der Band quasi das Album. Ja. Ich habe vorhin noch mal so ein bisschen in die Wikipedia reingelesen, also zu der Band auch. Und die hatten davor, hier steht es auch, die hatten davor das Mendelion Album aufgenommen, das wohl auch ähnlich ist von der Art her. Mhm. Und ich glaube, dass das vielleicht auch, dass das unter Umständen sogar bekannter ist oder ähnlich bekannt ist. Ne? Also das schlägt auch so in die gleiche Kerbe, weil das habe ich damals auch öfter mal gehört, also nicht das Album, sondern davon, wie andere davon gesprochen haben oder so, ne? Dass man das durchaus auch hören kann. Ja, das war unser kurzes Wieder reingehört. Nächsten Monat gibt es einen Kracher, würde ich jetzt mal schon mal verraten wollen, aber wir sagen natürlich noch nicht was. Ja. Ihr solltet ja auch einen Grund haben, nächste Woche auch wieder, nächsten Monat unseren Podcast zu hören. Genau. Und dann sind wir für heute fertig. Ja. Ne? Und dann würde ich sagen, wir hören uns bald wieder, hoffentlich mit mehr News von der NAMM. Und falls nicht, dann haben wir auch noch was anderes im Petto. Ne? Aber ich denke, es wird NAMM werden. Da wird schon so viel zu erzählen sein, dass wir da eine Folge vollkriegen. Ja, wenn wir nur drüber lästern müssen, dass nichts los ist. Alles klar. Und dann würde ich sagen, bis bald.
abonniert uns, wenn ihr auf YouTube, generell kann man uns, glaube ich, auch als Podcast abonnieren. Ne? Ja. Ja. Und dann bis mal wieder. Ja, macht's gut. Bleibt gesund. Tschüss. Cut.